Braucht wer Klopapier? Für den stillen Gang in den Wald? Wer fährt das Auto? Einer von euch fährt das Auto hoffentlich gerade, oder? Sonst fährt es jetzt gerade weg. Meep. Hallo. Okay, eine Scheibe. Wollen wir nicht einfach direkt hochfahren erstmal und dann gucken, wo wir bauen, sodass wir die Zelte schon mal in der irgendwie ein bisschen aufstellen können? Ah, ich blute. Ja, würde ich sagen. Und muss dann schießen, obwohl ich habe die Dinnerbell, das ist kacke. Fahren wir mit dem V3S halt ein bisschen looten, Industrial Loot. Dalu, kommst du rein? Ich muss mich verbinden. Ach ja, das geht auch im Auto, ne? Nein. Doch. Nicht mehr? Natürlich, doch eigentlich schon. Müsste funktionieren. Zick. So, was haben wir hier noch? Fuel Tank Parts haben wir schon. Da lag noch eine Scheibe, ne? Ja, ich weiß, die konnte ich nicht aufheben, weil ich von Zombies angegriffen wurde. Wo? Achso. Moment. Bei so einer kleinen Garage. Bin unterwegs. Da, wo wir vorstehen. Hast du dich bandagiert, Dalu? Es blinkt nicht mehr. Ja, okay, dann musst du dich bandagieren. So, was habe ich denn hier gefunden? Was ist denn das für ein Teil? Genau. Hier. Ach, ein Fuel Tank, ist das okay? Ich habe einen Benzin gefunden. So, hab die Scheibe. Jupp, dann können wir springen rein. Sitzen die beiden Mädels hinten. Oh, meine Fingernägel. Oh. Check das mal. Der Fahrtwind. Bin der Fahrtwind ein bringt meine Frisur durcheinander. Ein lilaner SUV, der bringt. Den sollten wir vielleicht zusätzlich noch mitnehmen. Ja, wenn er, ich denke mal, der wird abgeschlossen sein. Die sind ja gekauft. Ach, keine Räder. Nee, nicht unbedingt. Gibt's auch hier welche, die spawnen in der Farbe? Gelbe, grüne. So zur Info, du solltest ganz vorsichtig sein mit dem Aussteigen. Ja, Vehikel ist locked. Jo. Ja, okay, dann komm wieder rein. Er hat auch eh keine Reifen, das Ding. Die beiden sind in eine Richtung geguckt haben, wie Vehikel. Fährst du aus der Innensicht? Nein. Siehst ja gar nichts von der Innensicht, ne? Yep. Ich guck mal jetzt ein bisschen aus dem Fenster hier. Ich bin ja gespannt, ob jetzt dann schon die ersten. Ich habe auch gerade den Vehikel-Sound runterdrehen müssen. Aber wenn ich dann aussteige, muss ich ihn wieder hochdrehen, damit ich Schüsse höre und so. Das ist hier so ein bisschen. Wenn man den Vehikel-Sound alleine runterdrehen könnte, das wäre nice. Das Problem habe ich komischerweise nicht. Bei mir sind die Autos nicht so laut. Ja, aber bei mir auch nicht. Ich sag mal so, ich habe ansonsten den Ingame-Sound sehr, sehr laut. Damit man hier wirklich Schüsse und sowas hört. Ja. Auch aus weiter Entfernung. Das ist mir schon klar, das habe ich auch. Naja, dann hast du aber den Vehikel-Sound. Bist du in Third-Person oder bist du in First-Person? In Third-Person verstehe ich euch immer noch und in First-Person ist ganz leise. Ja. Da steht hier eine links hier. Ach, Nemi. Nemi. Oh, ich bin der Pilot. Nein. Auf keinen Fall. Warum? Aber ich glaube, das ist auch eine gespawnte. Das könnte sein, ja. Da läuft ein Hase, das ist viel wichtiger. Da läuft ein Hase. Blute wieder beim Aussteigen. Jupp. Vehikel locked. Achso, Vehikel locked. Okay. Schade. Aber wir haben ja schon extrem Glück gehabt mit dem V30. Ach nee, das war nur noch Blut, was ich auf der Schulter oder so hatte. Ist wieder weg jetzt. Alle drin? Ich glaube. Dass sie das Blaze, du sitzt, abschließen. Blaze, du sitzt auf meinem Platz. Das ist mir doch egal. Ich saß da gerade. Ist schön vorgewärmt. Na, zick dir schon wieder da hinten. Wir brauchen Snickers. Wann warst du das letzte Mal beim TÜV in dem Teil? Das qualmt ja hinten. Bei wem? Der hat aber schon keine Ablassuntersuchung. Nee, der ist auch mit Heizöl befüllt. So, können wir mal gucken, ob wir irgendwo Katalysator finden? Ich hab ein Bild, steht es dieses. Seleno Gospel, wenn du übrigens. Jupp. Was macht er da? Piep, 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 piep. Ich guck hier schon immer, ob hier noch irgendwo eine Base ist oder so.
Also sehr dünn besiedelt, muss ich sagen. Ja, noch, ne? Also ich vermute wirklich so... Wenn der Dalu anfängt, ist alles voll. An den ganz beliebten Plätzen werden sich schon die ein oder anderen Bases finden. Es, ja. ist auch so, dass viele, sag ich jetzt mal, im Osten bauen. Da vorne ist Warum Base. Sollte man das tun? Hier rechts in der Bahn. Und hier an der Straße. Boah, schon mit Schön, Beton. Boah, ja, da hat man schon ein bisschen Zeit rein investiert, ey. Dass die Bahn jetzt... Nee, es ist so, im Osten ist ja die Lumber Mill. Und das ist eigentlich ein relativ gutes Industry. Und da in der Nähe bauen halt Leute gern, damit sie das Zeug nicht so weit wegbringen müssen. Macht ja auch Sinn, ja. Oh, cool. Also in Pushtoska hätten wir halt auch ein Industry. So ein Zwei-Hunger-Dings-Bombs. Das schon bebaut ist. Ah, mit Sicherheit. Ja, ich hab doch gesagt, es gibt noch einen Sonntagsspazierfahrt. Ja. Ist schön, mach mal das Radio an. An dieser Stelle können Sie die mal bei Musik anspielen. Können wir gleich ein Picknick machen? Ich hätte gerne einen Musikwunsch. You drive me crazy. Nein, gibt's nicht. Hört ihr das? Wir hören was? Ich höre nix. Ein Heli oder so? Nein, war nur Spaß. Wollte ein bisschen Spannung reinbringen. Furchtbar hier, der Mensch. Talu, wenn jetzt die Bremsklötze wegen dir kaputt sind, ne? Du weißt, das Ding hat keinen TÜV. Ja, echt. Findest du hier nirgends eine Vertragswerkschaft dagegen, ne? Das sag ich dir. Wo? Da. Aber das Ding ist immer so laut. Ja, aber es bringt halt Gold. Aber der geht ab. Nee, ich guck wieder nach. Der sieht sogar ganz aus. Ja. Bis auf einen Reifen. Fahr erst aus. Das kann nicht los sein. Ja. Oh. Sprit. Ah, sieht gut aus. Fährt er, ja? Ja. Okay, pass auf. Noch ein Auto an der Tankstelle, guck mal. Jetzt hinterher. Bleib mal an der Tankstelle stehen. Ja, das ist Boah, ist das laut. Stopp. Nicht mich überfahren. Das Auto ist schöner. Das ist ein wirkliches Oldsmobile. Ja, okay. Warte mal, dann lass mich mal vorne rein, weil da fühle ich mich ein bisschen sicherer. Ja, verständlich. Hupala. Ja, hupala. Verdammt. Da Beine Was springst du denn so auf meine Motorhaube? Ich wollte okay, so eine... Da weißt du, so... Ja. Und zwar hätten wir halt hier oben gleich so eine Scheune. Mhm. Und weiter unten, rechts nach der Kirche, kommt eben Industry. Aber es sieht nicht so aus, als ob hier schon wer gebaut hat. Nee, das sieht alles sehr frei aus. Außer sie haben direkt unten bei dem Industry gebaut. Aber da dürfen sie ja eigentlich nicht. Nee, da dürfen sie nicht. Und wir hätten hier einen Supermarkt und hier rechts ist gleich das Industry, wo es guten Loot gibt. Hier ist echt nichts. Nee, hier ist gar nichts. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ne? Man könnte oben bei der Scheune und bei dem Schuppen bauen, das dürfen wir ja. Ja. Und quasi hier unten immer schön zum Looten gehen. Hier steht auch noch ein Auto. Stopp, Krabs. Stopp. Lass mich mal hier. Oh, pass auf. Was denn? Das ist doch alles cool. Das war Millimeterarbeit. Ich steig mal aus. Dass wir wirklich sagen, oben, sagen, wo wir reingekommen sind. Bei der Bahn. Bitte? Bei der Scheune würde ich bauen. Genau. Okay. Wir müssen eh erstmal alles so ein bisschen mit Holz machen. Achso, wir können ja hier. Ich hab ein Auto! Wir können ja hier looten. Wir können ja hier looten und dann die Sachen schon mal reinstellen ins Auto. Ja, ich glaube, es ist noch nichts gespawnt. Doch. Hier wäre noch eine Toolbox, falls jemand eine braucht. Yep. Im Hangar. Ich hab den Ford RS einfach mal stehen gelassen. Und ich hab hier schon schön Teer gefunden. Brauchen wir auch für später. Yep. Jetzt hat er auch eine Karre. Und jetzt bräuchte ich. Hier sein eigenes Auto. Jetzt bräuchte ich nur noch ein paar Federn. Dann könnte ich den Dalu teeren und federn. Aber ich meine Sachen sind kaputt. Meine Engine und so. Ja gut, aber solange er fährt, können wir ihn verkaufen. Genau. Was? Ich will ihn nicht verkaufen. Ich hänge an dem. Wir brauchen Gold. Wir brauchen einen Safe. Auto. Das ist mein erstes Auto. Mein erstes Auto. Diese Karre ist mit Benzin fast voll und ansonsten alles grün-orange. Das macht nichts. Gold kriegst du das gleiche. Egal ob fast kaputt oder komplett grün. Oh, ganz viel Essen. Meint ihr jetzt einfach, ich soll mein Auto verkaufen? Ja, aber natürlich. Wurde mir auch gesagt, wir können auch den Van verkaufen. Ich kann mein Auto nicht verkaufen.
sind sie denn jetzt auch? Also ich bin im Supermarkt. So. Ich sitze hier noch im Auto. Okay, ich fahre jetzt mit dem Vorderer erstmal hoch zur Bahn. Ja. Hier wäre eine Saiga 12K, eigentlich müsste ich den mitnehmen. Die ja, Saiga wäre gut, ja. Ach ja, irgendwo nee, zum Verkaufen. Oder so, falls ihr einen findet, ja, dann sagt ja, mal Bescheid. So, es sind 4, 8. So, also wir fahren jetzt mit den Autos dahin, wo wir hinwollen. Yep. Genau. Also ich laufe dann gleich hoch, nehme noch das ein oder andere Industry mit. Und fahrt voraus. Wenden wir oder fahren wir geradeaus? Wir fahren hier einfach lang. So, komm schon hier, Krabs. Ich hab auch gar nicht aufs Gas gedrückt, Junge. mit Weil E kannst du schneller fahren, ne? Aber das, also wenn du E gedrückt hältst. Oder mit Shift. Welcher Begründung? Also. Das ist die Turbo-Taste. Ach cool. Mein Auto hat kein Turbo. Das ist ja auch ein Spritverbrauch hier hoch, ey. Ja, fahrt am besten den Berg ganz hoch. So. Ja, also entweder wir bauen die lange Bahn zu. Ich sehe euch schon nicht mehr. Ich hätte fast gesagt die lange, denn da drin haben wir mehr Platz für Zelte. Ja. Und das kleine können wir immer noch... weil wir nur eine Tür jetzt erstmal brauchen. Ja, und für das andere brauchen wir zwei. Beziehungsweise drei. Eins, drei, ja. Aber Holz gehackt ist ja schnell. Ach, da oben parken wir auch noch. Also, wir können auch schnell an das kleine ein Tor machen. So ist es nicht. Und dann, also, ich würde halt gern beide zubauen. Ja, ja, klar. Aber ich würde es eh so machen. Ich weiß ja nicht. Wie ist denn das jetzt? Wenn wir, ist ja so, wir bauen ja da eine Tür hin mit Kombinationsschloss, ne? Ja. Wir bräuchten erstmal ein Combination Lock. Dann ist die Frage: Kann ich mit dem Code rein, wenn du das gesetzt hast? Wie war denn das? Du brauchst den Code. Du brauchst den Code, dann kann jeder rein. Okay. Den müssen wir dann aber eventuell ausblenden in den Videos. Ja, ja, klar. Ja. Ob das Dalu kann, weil der ja nicht rendert, weiß ich nicht. Natürlich. 0815 war doch das, worauf wir uns geeinigt haben. Nee, das ist. Nicht? Ich render nicht, nein. Automatisch. Ich render während des Aufnehmens. Das ist ein verrückter Knilch, der Typ, ne? Hm? Immer was zu essen, sag mal. Ja, habe ich. Ich habe meinen Hunger. Du hast Hunger? Das Auto fahren. Fahren wir schnell bei Meckes vorbei. Ja, können wir gleich anhalten. So ein geiler Rattenburger. Oh, danke, du schießt mir einen Zombie, das ist aber nett. Der schmeckt halt bestimmt. Den kannst du auch gatten, übrigens, wenn du ein Messer hast. Jo, dann kriegst du hier Zombie Meat. Den kannst du begatten, ja. Und das ja, kannst du beim Sailor verkaufen. Necroin. Aber ich kann es nur nicht mitnehmen, weil halt kein Rucksack. Ja, das ist noch nicht wichtig. Ja, wir stellen jetzt hier eh erstmal Zelte auf. Gut ist auf jeden Fall, dass wir die Tankstelle hier oben noch haben. Ja, jop. Extrem geil. Also ich habe halt hier oben schon öfter eine Base gebaut. Und das ist eigentlich ein richtig netter Platz. Ja, das wundert mich halt auch, dass hier keiner ist. Also ich hätte gedacht, hier in der Nähe sind auf jeden Fall welche. Aber guck mal, am Horizont gar nichts, überhaupt nichts. Ja, du darfst aber auch nicht vergessen. Also es sind zwar hier 25, 30 Leute am Server. Aber es sind eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel den einen Clan angucke, das sind ja 5, 6 Leute schon. So viel Basen sind hier nicht und das ist halt der Vorteil auch ein bisschen an dem Whitelisted-Server, ne? Ja, das ist wohl wahr. Abgesehen von den nicht vorhandenen Hackern. Also seltenen Hackern, sagen wir so. Schieße. Ich töte den Priester. Nein. Aber warum? Kannst du so einen Dorfpriester killt ja einfach. Aber das ist Glück, so schlimm, ich kann meine Waffe nicht nachladen. Die Region ist eh überbewertet, kannst du nicht machen. Frage, wir wollen jetzt hier das Kleine machen, ne? Ja, vorher. Oh, eine Double-Barrel-Shotgun. Ich baue jetzt hier mal das erste Zelt auf, ne? Mach das, hast du was zu essen? In meinem Rucksack wäre was zu essen, glaube ich. Ja. Hast du einen neuen Rucksack, sag mal? Ja, den habe ich hier in Tscherno gefunden. Mach meinen Rucksack auf, da ist Pasta drin. Und wo ist dein Rucksack, Krabs? Ich weiß nicht, wo mein Rucksack ist. So, Bild nach oben. So. Was ist das? Oh, ich nehme die gebackenen Bohnen. Jo, nimm nur. Scheiße, kann ich gar nicht, ich bin voll. Ich schmeiß dir Antibiotika in den Rucksack. So. Der ist aber voll, der Rucksack. Ja, ich hab ja... Du kannst auch zuerst gleich was in das Zelt packen. Ja, lass uns erstmal ein paar Sachen ins Zelt legen. Im Supermarkt ist ein Rucksack. So. Oh, cool. Ich pack da auch gleich mal was rein. Aber Moment, kann ich den nicht mitnehmen? Die Zombies mit schwarzen Anzug töten, die lassen diese Combination Locks fallen. Oh, ist das schön. Ich zitter gleich nicht mehr. Und oben, für die, die es nicht wissen, haben wir eine Anzeige, wie viele Slots quasi das noch frei hat.
Der linke, die linke Zahl ist, sind Waffen, die mittlere sind Slots und die rechte sind Backpacks. Okay, so, dann werde ich gleich das nächste Zelt hier aufstellen. Ich komme auch mal wieder hoch und habe auch noch Zelte mit. Ich suche den Supermarkt. Komm rein. An der Kirche. Siehst du die? An der Kirche bin ich. Und wenn du dann auf die Straße gehst und da unten gehst? Da bin ich unterwegs hin. Das kann nicht sein. Ich sehe die Kirche und stehe am Supermarkt. So, muss das jetzt ist auf der Priester. Ist auf andere Straße, okay. Unten. Ja, ja, ich sehe dich. Da, und dann einfach die Straße runter. Okay. Du hast jetzt aber nicht mitgenommen und lässt mich da hinlaufen, oder? Nee, ich kann, man kann den Rucksack nicht mitnehmen, oder? Man kann den Rucksack nicht in den Rucksack packen. Nein, nein, also du müsstest den Rucksack quasi hier liegen lassen oder ins Zelt packen. So, ich gehe jetzt gleich mal, ich mache mal mein Inventar komplett leer und werde mal gleich Holz hacken gehen. Wir brauchen definitiv ganz schnell erstmal ein Schloss, das ist jetzt das Wichtigste. Ja, also ich werde mich ums Holz kümmern. Ende, deswegen. Gib mir Pistolenmunition und ich kümmere mich um Loot von Zombies. So. Hast du keine Axt? Nein. Also, wie gesagt, ihr könnt gern Zombies killen, gar kein Problem, ich geh Holz hacken. Ich kill Zombies, wenn ihr mir Pistolenmuni gebt. Welche Scheune machen wir zuerst, dich? Die kleine? Ja. Und die kleine, ja. Ach, hinter der Fleischtheke, meint er hier irgendwo? Ah, da. Ja, so, ich muss ja quasi meine Waffe in den Rucksack packen. Muss die Axt in die Hand nehmen. So war das ja. Wieso packen wir die Double Barrel denn nicht ins Zelt? Kein Mensch. Wieso habe ich keinen Rucksack auf? Hä? Hattest du doch nicht, du hast den noch weggelegt. Ja, aber ich habe mir den gerade genommen. Angeblich. Kann ich? Tatsächlich. Kann ich den Baum hier nicht? Okay, aber das sieht man nicht, dass ich einen Rucksack auf habe. Das ist ja lustig. Ich war's. Hallo, du sollst nicht mal schießen. Ich war's. Auf Leertaste bestätigst du das Bauen, glaube ich. Ja. Du kannst ihn ja noch bewegen im Kampf. Weiter. Ich bin im Kampf. Wieso kann ich denn hier kein Harvest Wood machen? Ich glaube, das ist gepatcht worden. Du musst jetzt immer dagegen hauen. Echt? Kann das sein? Es war bei... War das bei Aftermath? Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwo gelesen, dass es jetzt mittlerweile so ist, dass du mit der Axt die Bäume verprügelst. Cannot build while in combat. Und wann komme ich aus dem Combat raus? Müsste es jetzt draußen sein schon. Oder kann ich hier, in der Stadt einfach keine Bäume... Aber man konnte doch hier in Epoch jeden Baum fällen, ne? Ich muss sonst mal in den Wald laufen. Sobald du Laubgestrüppe unter den Füßen hörst, kannst du eigentlich immer Harvest Wood machen. Ich schieße. Add to Tool Belt. Auf dem ersten Charakter hat Dalu ja, ich glaube, bei dem ersten Zombie schon ein Combination Lock gefunden, ne? Genau. Also haben wir schon eins? Nein. Ach ja, ich bin am Schießen, ne? Nur, falls es jemand ist. Ich nehme mal ganz kurz den Jeep mit und fahre mal hoch in den Wald. Ja, mach das. Dann kann ich den gleich vollpacken. Nee, hab ich nicht. Makarov-Munition liegt direkt vor mir. Da. Was ist das für ein Zombie? Der hat ja einen Stahlkopf. Okay, jetzt hab ich sogar zweimal daneben geschossen. Ach, scheiß auf den. Soll ich Makarov-Munition mitnehmen? Ja, wäre gut. Weil ich kenn's halt noch von vorher, quasi die Axt in den Waffenslot legen. Und dann Harvest Mut und dann macht er ja quasi hier, dann zählt er ja runter, ne? Bis der Baum dann komplett gefällt ist. Gucken wir mal. Ja, das kenne ich halt auch so, aber es waren halt einige Patches da. Jetzt weiß ich halt nicht, inwiefern sich das verändert hat, weil ich habe so viele Patch-Notes gehabt. Ob das nun bei der SA war, ob das bei Aftermath war oder bei Epoch, kann ich nicht genau sagen. So, dann machen wir das hier nochmal. Waffe in den Rucksack. Weapon Hatchet. Okay, also ich kann mit Rechtsklick drauf nichts machen. Okay, ich hau jetzt mal einfach auf den Baum ein. Alter, diese Zombies, ne? Ah, okay. Ich haue auf den Baum und vor mir ist dann das Holz. Ja, okay. Was ist das denn hier? Oh, ich hab Engineöl. Das ist gut. Mitnehmen, Zelt packen. Genau. Anfang müssen wir erstmal hamstern, erstmal alles sammeln. Gibt's hier einen Auto-Attack? Dass ich wüsste. Also fallen quasi die Bäume anscheinend auch nicht mehr. Doch, die Bäume fallen um. Okay. Ja,
Aber du musst tatsächlich mit der linken Maustaste dann, ne? Ja, das war vorher einfacher, weil da hatte man immer so ein bisschen Brain-AFK gehen können. Ja. Er bratzt hier rum mit der Pistole. Ich bin das. Ich loote ein bisschen Zombies. Das war das Toilettenpapier hier? Ja, yep. Ich sag ja, für den stillen Gang in den Wald. Soll ich es mitnehmen? Nein. Aus dem Toilettenpapier kannst du dir ein Dixi-Klo, also ein Plumps-Klo bauen. Und wann muss man das aufs Klo? Wenn es drückt. Okay. Es drückt immer. Wo bist du gerade, Krabs? Ich bin immer noch im Supermarkt und hole die komplette Makrowurf-Munition hier mit. Ich, ich habe sie nicht liegen lassen, ich brauchte zu dem Zeitpunkt keinen. Ja. Immer die Ausrede. Weißt du, 7 eben jetzt soll ich aber keine Makarov machen. Nee, Makarov. Makarov, damit tötet man keine Leute. Irgendwer hat mir was ins Ohr geflüstert. Kein Fleisch. Diese olden Zombies, ey. Die wollen kein Fleisch mehr. So, ich werde jetzt einen Zombie erschießen und zack, haben wir das Schloss. Dein Traum. So, ja, ich könnte auch mal bei denen gucken, die ich oben genietet habe. Pol, oh. Neue Uhr. Jetzt muss ich. Sind die Fensterscheiben kaputt? Dann springe ich jetzt cool rein. Nee, die sind leider. Dann springt er cool rein. Ich sehe ich seh ihn schon am Boden liegen. Ich hab die Beine gebrochen. Mr. Krabs. Ich hab Epipen, aber ich hab kein Morphin. Denn. Er kommt näher, Krabs. Er will dich. Er ist schon ganz nah. Oh, er hat mich. Und ich hat einen Schlag und ich blute. Das ist mal ein Killer, der Typ, ey. Ich hab gar keine Bandagen mehr. Ich hab noch eine. Ein Arrow gefunden, Alter. Was hab ich mit verkackten Arrow? Lass erstmal hier weggehen, dann bandagiere ich dich. Geh weiter. Okay. Das erste Anstrengende wird sowieso hier Sachen sammeln. Bis zum ersten Save. Ja. Yep. Vielleicht haben wir Glück und tatsächlich eine Mission klären. Das wäre das Einfachste, um an Gear zu kommen, welches wir verkaufen können, oder an Gear zu kommen, wo ein Briefcase dabei ist oder ein Zelt oder sonst was. Was halt brutal schwer ist, auf jeden Fall. Wenn du Makarov-Munition hast, pack die mal bitte in die. Ach, ich habe gar keine Makarov. Oh, ich habe eine 1911. Ich habe noch mehr Munition mit. Lass uns mal wieder zurücklaufen, oder? Zu den Autos. Ja, jetzt muss ich mich selbst managieren. Auch ein Hit. One-Hit-Wonder. Schöne Killer, die Zombies hier. Nervig. Sind ja Standalone-like. Echt? Du bist doch kaum tot. Kommen die noch? Kann ich mich verbinden? Ja, da kommt einer. Zwei. Ach, die wissen nicht mehr, wo wir sind. Die haben unsere Fährte verloren. Los, die hoppeln ganz langsam in unsere Richtung. Okay, hab. Engine gefunden, sehr schön. Quatsch, ja, Fuel Tank Parts. Nee, Engine Parts tatsächlich. Muss auch mal echt diesen Tank loswerden. Laufe ich hier noch richtig? Ja, ne? Ja, ich finde diesen neuen Sprung ja so geil, aber der ist so schlecht animiert. Ja. Er sieht, wenn er gerade ganz oben am Scheitelpunkt ist, sieht aus wie aus dem Maul packen. Ja. Bock. Autsch. Ein bisschen nach links jetzt, Krabs. Ja. Na, ich hab's an der Scheune da erkannt. So, dann werden wir schon anfangen, mal ein bisschen was zu craften. McLumber. Sehr schön. Luki, ich hab da ein K. Okay. Okay. Alles wird gut. So, wie viel kann ich denn hier reinpacken in das Tent? Noch einiges. Es stehen oben stehen die Slots drin. Wie gesagt, die erste Zahl in den Klammern ist Waffenslot. Der zweite sind Items, also wie Essen, Trinken, Morphin, Medical Supply. Und die dritte Zahl sind Backpacks. Die erste Zahl sind auch sowas wie Night Vision und Binocular. Genau. Also alles, was aus dem Toolbelt kommt oder oben halt hier Fernglas und. Hä? Ja. Ich hab jetzt einfach Sachen reingelegt. Ja, ja, halt nicht, dass es auf. Also bis auf Null und nicht weiter, weil sonst packt du es weg und dann ist es komplett weg. Oder auf wenn du Null. Hast, ich versteh's nicht. Das kann auch noch sein. Bis auf Null, was wollt ihr von mir? Sag mal, eine Frage: Hast du eigentlich schon mal Days gespielt? Ich, klar. Echt? Ja.
Ja, aber mit Zelten und Co., das, damals brauchtest du das nicht. Nee. Gibt's nur in diesen E-Pop-Dinger. Ach ja, ich weiß noch so, diese normale Days-Mod, ne? Die hast du immer geguckt, oh, du brauchst ein Zelt, ne, um hier mal vielleicht wirklich ein paar Sachen zu safen. Und was war? Ein Tag später eingeloggt, das Zelt war leer. Ja, das gute alte Vanilla Daisy. Jawohl, eine Winchester. Oh, der Winchester ist zum Zombie-Farmen richtig nice, weil die so schön leise ist. Dalu? Was für eine Pistole hattest du? M1911. Hab ich ein Magazin für. Ich bräuchte noch G17. Leg's mal in so ein Zelt, dann hol ich's eben. Hattest du nicht noch G17? Ja, ich glaube, das habe ich in ein Zelt reingelegt. Okay, dann gucke ich mal. In dem Grün müsst ihr euch. Ach ja, das Craften ist so schön langweilig. Ich muss auch leider auch gleich den Spaß nehmen, denn ich muss gleich. Ich weiß. Leider offline gehen. Muss auch heute noch arbeiten. Okay, dann am Sonntag. Sortieren wir nur noch ein. Obwohl, ihr könnt ruhig noch die Tür und so weiter werde machen. Ne? Also, ihr müsst jetzt nicht aufhören, wenn ich nicht mehr da bin. Das ist also schon okay. Die Tür wäre natürlich noch nice. Genau. Bezüglich hier, dass das Zeug auch da bleibt, wo es ist. Ja. Und unsere Autos jetzt eigentlich sicher oder kann jetzt nein, aber hier nein, die kann jeder mitnehmen. Das deswegen Kacke. Sollte man die verstecken ein bisschen auf jeden Fall. Ja, aber die Leute finden es trotzdem. Den UAZ können wir in die kleine Bahn mit reinfahren. Den können wir dann oh nein, Krabs will das glaube ich versuchen. Ich glaube, das wird nichts. In welche Bahn? Der Wagen ist doch weg, der ist gar nicht mehr hier. Ja, den hat Blaze. Ich fahre den anderen Wagen. Wo soll ich den Wagen nicht rein? Ich fahre den Wagen jetzt irgendwo rein. So, ich muss mal gucken. Halt gewesen, wenn wir die Sachen noch hätten verkaufen können, dass wir das Gold nur hätten. Das wäre auf jeden Fall sicherer. Soll ein ich Wagen hier behalten, die Scheune reinfahren? Jetzt. Okay, ja, mach das. Mach das. Ich sehe schon kommen, dass unten steht, er ist gestorben, weil das Auto explodiert ist. Wer schießt denn hier? Ich schieß Zombie, aber. Wo hast denn du das Magazin reingetan, Krabs? Welches? Das für die M1911. Ach so, auch das habe ich, glaube ich, noch im Dings im Rucksack. Hoppala. Nicht in die, okay. Oh, das war mit unseren Autos. Zelte drin sind. Das ist aber eine Millimeterarbeit. Das wird nix. Mit Vollgas? Naja, wenn du was Lustiges erleben willst. Das Auto ist ja sowieso schon fast kaputt, der muss nur einmal an. Oh, ein Armed Chopper. Ach, da gäbe es jetzt richtig geile Waffen. Yep. Da ist ein Maulwurfshügel, da komme ich nicht drüber. Oh, der ist doch sogar hier, das Bandit Camp. Ja, stimmt, wir sind in der Nähe. Das schräg funktioniert. Ja, aber das ist nur das Bandit Camp. Das ist nicht die Mission. Das war das Auto kaputt. Nein. Die Mission ist unterhalb Devil's Castle. Ja, perfekt. Reicht doch. Ja, noch ein bisschen wieder rein, ne? Nee, ja. Es reicht schon. So. Perfekt. Hier. Aussteigen. Motor aus. Das Geile ist, nach dem Restart wird das Auto wahrscheinlich irgendwie versetzt ein wenig und dann kommt es ja nie wieder raus. Genau. Ja. Und wir nie wieder an die Zelte. Ja. So, Dalu, ich leg das mal hier hin. Oder? Ja. Packst in ein Zelt rein. Oder in deinen Rucksack. Ich setz hier hin und du nimmst es mit. So, hast du nun davon. Mal, wie hast du hier den ganzen Müll, der hier wieder rumliegt? Ich sehe schon, die Zelte werden überfüllt von Dosen, Klopapier. Liegen hier überall davor. Irgendeiner hat dir so ein Kinderzelt mitgenommen. Da packe ich immer meine Sachen rein, lass mich. Hast du die nette Munition gefunden? Ja, danke. Ich geh mal den V3S verstecken, ne? Gut, da ist die Aufnahme ja gleich zu Ende und wir bauen eben noch die Tür dran, ja? Ja. Wollen wir den nicht noch in der Aufnahme mitmachen? Oder ohne? Ja, wenn dadurch das aber zeitlich nicht schafft, ist das ja auch blöd. Die Leute wissen ja, dass wir da eine Tür dran machen wollen. Ja, das ist alles okay und also wie gesagt, es wäre sogar sehr gut, wenn ihr das noch weitermachen würdet. Naja, klar, damit die Zelte zumindest gesichert sind. Genau.
Ein Auto und die Zelte sicher sind. So. Warte, vordere erst hier oben an den Wald. Also Zombies dran. Töten, oder was? Ja. Krieg ich hin. Weg ist er. Ich baue von dem einen Reifen ab, ja? Die Winchester ist wieder da. Jetzt habe ich zwei Winchesters. An derselben Stelle. Ist das egal, was für Zombie ich kille? No. Das kann das jeder haben. Also eigentlich soll es der mit dem schwarzen Anzug, ich schieße, schwarzen Anzug haben. Aber das kann ich nicht versprechen, ob das immer noch so ist. Okay. Ich habe einen Quad gefunden. So. Was brauchte ich denn nochmal für eine Werkbank? Jawohl, ein funktionierendes ATV. Hier. Nice. Bringt auch ein paar Gold, ich glaube zwei oder so. Und den kannst du auch noch mit reinfahren, vielleicht sogar. Alter. Ja, ein Crab ein paar Millimeter Platz macht. Alter, jetzt krepier doch endlich. Combat Logger. Combat Logger. Craft Workbench. Nein, ich habe hier zwei schwarze mitgebracht. Ich kann leider nicht. Den schwarzen Anzug. Oh Gott, dieses Sonnenblumenfeld. Möchtest du sie überfahren? Kann ich nicht, dann ist das Auto direkt kaputt. Nein, du kannst Zombies überfahren. Nein. Doch, kannst du. Ey, ich hab gestern mit dem Motorrad einen Zombie überfahren mit und mein Motorrad war von grün auf kaputt. Das Motorrad. Mann, Alter, wie viel hält der denn aus? Ich hab gerade versucht, mit dem ATV eine Sonnenblume zu überfahren und es geht kaputt. Sonnenblume das auf jeden Fall nicht. Sonnenblumen sind gefährlich. Aber das ist doch klar. Ich meine, das wäre genauso, Sinn. Wenn du sagst, du überfährst ein Haus. Eine Sonnenblume. Genau. Das ist eine Stahlsonnenblume. Was machst du da? Die hampeln mir zu viel rum. Also ich baue von dem V3S jetzt erstmal was ab, ne? Also einen Reifen. Damit, okay, ich kann keine Reifen. Der Typ ist aus Stahl, Alter. Auf den schießt du und da passiert nichts. Du musst, schlecht, don't forget, aim for the head. Ja, genau. Ja, klar. Oh Gott. Ich glaube, du wurdest getroffen. Ja, du hast ja. So umgeschrien. Ah! Okay, machen wir das anders. Oh, jetzt geht's ab da unten. Ja, ich dachte gerade schon, Alter, was ist denn kaputt? Krabs, kannst du das Auto noch ein Stück weiter reinfahren? Okay, ich hab einen Reifen abgeschossen. Hier, der hat noch eine M19. Ja, lass Magazin. Liegen. Ich hab einen Pfeil gefunden, das ist alles, was wir brauchen. Ein Pfeil, oh Gott. Gott sei Dank. Da, du lass den Müll liegen. Ein Arrow. Der rettet dir noch das Leben. Ja. Alter, du hast den doch schon hier schon umgeparkt, den Wagen hier. Nein, hab ich nicht. Du hast den doch umgeschoben. Doch sicher. Ach, da oben sieht man überhaupt Blaze, der fällt gerade einen Baum. Naja, Baum fällt. So, mal gucken, ich hab ob keinen das Schwung. Jetzt schon reicht. Ich hab keinen Schwung, um da reinzukommen. Dalu explodiert wahrscheinlich gleich. Nee, ich werde explodieren, ja. Ja, ich und dann auch noch die Limo, die da drin steht und dadurch packen die Zelte ab. Nee, ich lass den davor stehen. Fallen doch da hinten nicht. Rein, in das Limo-Ding. Ach, scheiße auf das ATVs. So. Das ist an der Sonnenblume kaputt gegangen. So, ich platziere mich jetzt hier und lock mich schon mal so weit aus. Bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ihr macht noch die Tür und so weiter. Genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss. Tschüss.